Gut, der Glaube Abrahams. Also ich lese zu Beginn mal so ein paar Verse aus dem Römerbrief, weil Paulus auch im Römerbrief von Abraham schreibt. Also der Abraham hat es dem Paulus wirklich auch angetan. Und da schreibt der Paulus in Römer 4, Vers 16, derhalben muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, auf dass sie sei aus Gnaden und die Verheißung festbleibe allem Samen, nicht dem allein, der unter dem Gesetz ist, sondern auch dem, der des Glaubens Abrahams ist, welcher ist unser aller Vater. Ja, also er sagt, die Gerechtigkeit muss aus Glauben sein, weil sie nur so fest ist. Warum? Naja, wenn die Gerechtigkeit aus Werke ist oder wäre, dann könnte man ja nie sicher sein, ob es reicht. Vielleicht müsste ich ja noch mehr fasten oder noch mehr wallfahren oder noch mehr spenden oder noch mehr glauben. Glaube ist ja eine Leistung geworden heute im evangelikalen Bereich. Du musst mehr glauben. Das ist nicht biblisch. Ja? Der Glaube ist das Gegenteil von etwas zu tun. Im Gesetz zu arbeiten oder das Gesetz zu halten, ist das Gegenteil von dem zu glauben. Ja? Auf die eherne Schlange zu schauen, ist das Gegenteil von dem, medizinische Versorgung von irgendwelchen Bisswunden zu machen. Ja? Also im Gesetz zu arbeiten ist die eine Sache und zu glauben ist die andere Sache. Ja? Das Neue Testament kennt diese Arbeit nicht mehr, weil das Neue Testament sagt, im Neuen Testament sind wir im Sabbat. Schabbat, Schabbes, sagt man im Jüdischen, ja, im Jiddischen. Und Sabbat in Christus, in diesen Sabbat sind wir ein für alle Mal eingegangen, nicht nur am Samstag oder am Sonntag, sondern grundsätzlich, weil wir in Christus ruhen von unseren Werken, ja, von unseren Werken im Gesetz. Und das, was Paulus schreibt, ist ganz, ganz anders als das, was wir im Gesetz lesen. Wir haben eben kurz draußen von gesprochen, wenn Paulus sagt, Christus ist gestorben und wir sind alle mitgestorben. Christus ist begraben worden, wir sind alle mitbegraben worden. Er ist auferstanden, wir sind alle mit auferstanden, damit wir in Neuheit des Lebens wandeln. Römer 6. Das findet man im Alten Testament nicht. Im Alten Testament steht, du sollst und du sollst und du sollst und das sollst du so machen und dies sollst du so machen, machen und tun. Und ja. Das Gesetz ist nicht des Glaubens, sagt Paulus. Ja. Das Gesetz hat Israel unterschieden von den anderen Völkern. Die anderen Völker, die wir hatten in der Antike und in der Urgeschichte der Menschheit, die haben gerade gelebt, wie es ihnen gepasst hat. Wolltest du die Frau von deinem Nächsten, hol den dicken Stock aus dem Wald. Ja? Und dann gab es halt einen auf die Mütze und da hat man sich geholt, was man brauchte. Das war sehr viel brutaler, sehr viel ungeordneter, sehr viel egozentrischer, wilder, ja. Bei Israel war das anders. Gott hat Israel ein Gesetz gegeben, damit Gott gesagt hat, dass mein Volk auch weiß, wie es sich verhalten soll und dass es nicht lebt wie die anderen Völker, vollkommen gesetzlos, ohne Gerechtigkeit, ohne Struktur, ohne Ordnung. Und man sieht das auch, dass die Israelis zum Beispiel ihre Könige gezählt haben. Wann wurde wer König? Der wurde dann König und das war im Süden, war dann der König und im 14. Jahr dieses Königs wurde in Juda der und der König und der lebte so lang und dann ist der gestorben und dann kam der Nächste. Ja, das hat man minutiös aufgeschrieben. Wir denken heute, ja gut, das macht ja jeder. Nein, nein, nein. Selbst die Perserkönige haben das nicht gemacht. Also von Kyros weiß man nicht genau, wann der zum König wurde. Wie lange der Unterkönig war da unter Astyages, wann der irgendwann Herrscher wurde, wann der Oberkönig in Persien wurde, das weiß man, das ist nicht aufgeschrieben. Man kennt diese Jahreszahlen nicht. Antiochus Epiphanes, wann der genau da zur Herrschaft kam, weiß man nicht genau. Haben die irgendwie so gemacht. War bei Israel anders. Israel war unter Gottes Gesetz getan. Das Gesetz war heilig, gerecht und gut. Und das Gesetz hat Ordnungen vorgegeben, weil Gott gesagt hat, ich möchte, dass mein Volk nicht so wild lebt und ungezügelt lebt, wie die Völker der Welt ansonsten leben. Ja? Das heißt, das Gesetz hat einen Unterschied gemacht zwischen diesem Volk Gottes im Alten Bund und den Völkern der Welt. Ja? Und wer wollte aus den Völkern der Welt, der konnte sich Israel zugesellen, konnte sich auch unter dieses Gesetz begeben, war dann Proselyt und konnte dann auch nach dem Gesetz Israels leben, was ein gutes Gesetz war. Und dann kommt Christus, stirbt auf Golgatha, er steht wieder auf und ein neues Priestertum beginnt. Jetzt beginnt wieder etwas Neues, etwas anderes, als unter der Zeit des Gesetzes war. Ja, jetzt kommt das Gesetz Christi, jetzt kommt das Gesetz des Geistes.
Jetzt fängt ein neuer Bund, ein neues Testament. Deswegen haben wir ja zwei Teile in der Bibel, ein altes Testament und ein neues Testament. Ja? Wo die Rabbiner sagen, nö, es gibt nur ein altes Testament. Und das alte Testament ist auch nicht alt, weil es würde ja heißen, dass es veraltet ist. Es gibt nur ein Testament, nur mit Israel, mit Hashem und uns Juden. Und dieser Bund mit Israel gilt ewig. Punkt. Und was ihr Christen da macht, das ist alles Idolatry. Das ist Götzendienerei. Das darf man nicht. Ja? Es ist auch so, dass der Bund zwischen Gott und Israel ewig gilt, solange Israel den Bund nicht bricht. Ja? Das heißt, wir hören auch da immer nur die halbe Wahrheit. Der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, der sollte auf ewig gelten, wenn Israel den Bund hält. Israel hat den Bund aber nicht gehalten und Jesus, als er kommt, spricht er von dem ehebrecherischen und falschen Geschlecht. Dieses Geschlecht, dieses Volk Israel hat den Bund gebrochen, das war ehebrecherisch. Und wenn ein Ehepartner die Ehe bricht, dann darf der andere Ehepartner die Ehe auch auflösen. Ja? Jesus sagt, wer sich von seinem Weibe scheidet, es sei denn um der Hurerei willen, der bricht die Ehe. Ah, es gibt eine Ausnahme, ja, bei der Ehescheidung. Ehescheidung ist nicht erlaubt, außer wenn der Ehepartner Hurerei treibt. Und Israel hat sich anderen Göttern angegeben und hat Jesus einen Dämon genannt und einen Bösen und einen Teufel. Und da hat Israel den Bund gebrochen. Und zwar zum letzten und endgültigsten Mal. Und da löst Gott seinen Bund auch auf. Warum? Weil der Bund vom Sinai ein Bund auf Gegenseitigkeit war. Ja? Das heißt, Gott hat gesagt, ich halte mich ewig zu dir, wenn ihr auch treu seid für mich. Der Abrahamsbund, und das sehen wir uns gleich an, ist ein einseitiger Bund. Den Abrahamsbund hat Gott mit Abraham geschlossen, da hat der Abraham geschlafen. Der war überhaupt nicht wach, oder? Der ist ja eingeschlafen und der hat einen ganz unheimlichen Traum gehabt. Ja, ein Finsternis hat ihn umgeben. Da ist es mit uns auch so. Die Sünde wird uns zu schwer. Und da kommt Christus zu uns. Ja, das ist auch ein Geheimnis. Der neutestamentliche Glaube ist ein Geheimnis. Die neutestamentliche Predigt ist ein Geheimnis. Die kann man nicht machen. Die Predigt kann man nicht produzieren. Die kann man erbitten. Ja? Und es kann sein, dass ein gottloser Pfarrer oder Pastor eine Predigt hält und weil die Gemeinde betet, bleibt trotzdem was bei der Gemeinde, weil Gott das verfügt. Ja? Niemand verfügt über das Wort Gottes. Und es kann auch sein, dass ein Pastor vielleicht überhaupt nicht im Glauben steht und trotzdem weissagt. Gab es ja zur Zeit Jesu auch. Das gibt's. Ja? Gott macht das so, wie er das will. Das Wort Gottes ist nicht gebunden, sagt Paulus. Das ist frei. Und da verfügt Gott drüber. Das ist ein Geheimnis, ja? Schön, also wir fangen mal mit dem Abraham an, weil der Abraham, ich mag das auch so sehr, weil der ein Glaubensvater ist. Das ist der Vater des Glaubens. Das ist der Archetypus des Glaubens. Abraham glaubte Gott und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit an. Warum hat Abraham denn nicht das Gesetz gehalten? Das gab es noch gar nicht. Das Gesetz ist erst über 400 Jahre später am Sinai gekommen. Abraham, Isaak, Jakob, Ägypten, Mose, Auszug aus Ägypten, Sinai und dann kam ja erst das Gesetz. Ja? Also zur Zeit Abrahams gab es noch gar kein Gesetz, weil der Abraham hätte halten können. Abraham hat Gott geglaubt und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Und wenn Gott etwas zurechnet, wer will es denn dann abrechnen? Kann ja keiner. Ja? Also das was ganz Feines. Okay, also der Glaube Abrahams. Abraham kam ja aus Ur in Chaldäa. Manche sagen, das ist dieses Ur in Chaldäa hier unten, aber der war ja jenseits des Euphrats, heißt es ja, und man vermutet, dass das hier oben ein Ur gewesen ist und dass er von diesem Ur aus nach Haran gezogen ist und dann hier runter, ja? Das ist eine andere Richtung, also das ist etwas, so seht ihr das normalerweise in der Literatur. Und da gibt es aber jemand, der mal ein Buch geschrieben hat dazu und der hat gesagt, es gibt noch ein Ur hier oben, ja, weil dieses Ur liegt ja diesseits des Euphrats, ja, von Israel aus gesehen. Seht ihr das? Ja? Aber die Bibel sagt, Abraham kam von jenseits des Euphrat und dieses Ur liegt halt auf der anderen Seite des Euphrat. Ja? Man vermutet, dass es von hier oben kam und Haran liegt hier. Und dass er hier losgelaufen ist in Ur und weit sind sie nicht gekommen, nur bis Haran, da sind sie da hängen geblieben. Ne? Dann hat Abraham da eine gewisse Zeit verloren. Und dann führt Gott ihn von dort auch wieder aus und weiter ins gelobte Land. Dann kommt er erst nach Sichem. Ja, hier ist die Abrahamsroute, kommt dann nach Sichem und von Sichem zieht er dann hier weiter nach Süden, irgendwann auch nach Ägypten, kommt von Ägypten dann wieder zurück nach Gerar, Abimelech, Beersheba und dann kommt er hier nach Hebron, Kiriat Arba und kauft dort die Höhle von Machpella
für sein Begräbnis. Ja? Später zieht er auch nochmal runter hier nach Sodom und befreit den Lot, ja, der sich da in allerlei Probleme reinbegeben hatte. Und heute ist dieses Grab hier in Hebron, das kann man heute auch anschauen, das ist hier in Hebron, sieht das so aus. Das ist das Grab der Patriarchen, das ist das Grab Abrahams angeblich. Ja. Innen sieht das so aus, weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, wenn es so hell ist. Ja. Alles schön aufgeteilt, hier ist ein Grundriss, hier ist das Grab Abrahams, hier ist das Grab Sarahs. Hier ist Lea begraben und hier Jakob. Angeblich, ja. Wer weiß das? Das Grüne gehört den Muslimen. Ja. Das Violette ist Jewish. Ja, so hat man das hier so aufgeteilt, damit man sich da nicht so in die Lameng kommt. Und für die Muslime ist halt Sarah und vor allem Abraham auch wichtig. Und für die Juden vor allem Jakob und Lea. Und so hat man das dann schon aufgeteilt, auch in der Begräbniskirche, Gedächtniskirche und so weiter. Jede Stufe ist aufgeteilt. Eine Stufe putzen die Orthodoxen, eine Stufe putzen die Evangelischen, Lutherischen, eine Stufe putzen die Calvinisten. Und jeder darf eine Stufe da putzen, alles schön, damit gar keinen Streit gibt mit den Christen. Weil die sind ja immer sehr, sehr streitsüchtig. Aber das ist genau aufgeteilt. Und so ist das hier auch in dem Grab Abrahams aufgeteilt, ja. Das war der Erzvater, das hat mal ein Ostfriese gesagt hier aus Norddeutschland, da ist nämlich auch mal ein Geburtstag gewesen und da hat jemand gesagt, Onkel Willi, sagst du uns noch ein Schlusswort, der Geburtstag ging so zum Ende hin und dann ist der Onkel Willi aufgestanden und dann hat er gesagt, so Norddeutsch dröge und kurz, ja, finde ich sehr schön, der sagt, Abraham folgte Gott nach, Lot folgte Abraham nach, das ist ein Unterschied, Amen. Das ist mir seit 30 Jahren im Kopf, das ist so schön kurz, oder? Und das sagt doch alles. Ja? Abraham folgte Gott nach, Lot folgte Abraham nach, das ist ein Unterschied. Amen. Das war die Schlussanrede, Ansprache zum Geburtstag. Das mag ich sehr gerne, ja? Habe ich mir gemerkt. Könnt ihr euch auch merken. Die Frage, ob wir anderen Menschen nachfolgen oder Gott nachfolgen, ja? Zentrales Thema. Okay, jetzt schauen wir uns mal 1. Mose 12 an, gehen wir so ein bisschen durch die Kapitel durch. Hier bekommt Abraham die Verheißung, dass er die Welt, der Welterbe sein sollte. Das ist Römer 4 und Galater 3, ja? Also nahm Abraham, da heißt er noch nicht Abraham, da heißt er noch Abram, ja? Also nahm Abraham sein Weib Sarai und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller Habe, die sie gewonnen hatten und die Seelen, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus zu reisen in das Land Kanaan. Und als sie gekommen waren in dasselbe Land, da zog Abraham durch bis an die Städte Sichem und an den Hain More. Und es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute daselbst einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Das ist Singular, haben wir eben gelesen. Ne? Ja? Das ist Christiland eigentlich. Also so deutet das der Paulus. Wir sehen aber gleich auch nochmal ein Plural. Es ist nicht nur, dass nur der Singular dort beschrieben wird. Ja? Müssen wir gleich mal gucken. Das ist eine Exegese, die der Paulus dort macht, aus diesem Vers raus. Ja? Dieses Land wird Abraham versprochen und dem Nachkommen. Entweder ist das Christus, ja, oder die Glaubenden, die glauben. Die bekommen der Welt Verheißung. Ja? Etwas später trennt sich dann Lot von Abraham, weil die Hirten sind sich da in die Quere gekommen. Weil die Weiden waren zu eng und dann haben die sich gestritten und dann hat der Abraham zu dem Lot gesagt, such dir aus, wo du hin willst. Und dann hat der Lot gesagt, naja gut, am besten ist, ich gehe runter in die fruchtbare Ebene, da unten am Toten Meer, damals war das Tote Meer noch fruchtbar, ja, und gehe runter nach Sodom, das ist viel besser, als auf den kargen Höhen hier mit den Schafen rumzulaufen, ja. Und dann hat der Abraham das seinem Neffen zugestanden und dann haben die Hirten zum Abraham gesagt, bist du verrückt? Weißt du, was das bedeutet? Du bist doch der Chef. Du kannst ja nicht deinem Neffen die Wahl lassen. Du bist ja der Chef. Du musst dir die fruchtbare Ebene aussuchen in Sodom. Weißt du, was jetzt passiert? Wir laufen jetzt mit unseren Schafen hier diese Felswüste rauf und in 3 Tagen sind die verdurstet und du bist pleite und bankrott. Das wirst du finanziell nicht überleben, Abraham. Das war nicht klug, was du gemacht hast. Ja? Es ist ganz anders gekommen. Wer pleite und bankrott war, war nachher der Lot, ja? Der hat zwar im Tor gesessen, da unten in Sodom, war auch ein angesehener Mann,
Aber es ist alles kaputt gegangen. Ja, geistlich hat er das nicht überlebt und er ist mit Mühe und Not da rausgekommen. Abraham hingegen ist auf diese staubigen Höhen und Gott hat es irgendwie so gemacht, dass er das überlebt hat. Und die haben immer irgendwie genug Wasser gehabt da in der judäischen Bergwüste. Und der war nachher so stark, dass der mit knapp 400 Mann die Könige dort vertrieben hat, ja? Und dann irgendwann den Melchisedek getroffen hat und dem zinsbar wurde. Also wenn ihr Glaubenswege geht und sieht finanziell finster aus, das kann schon mal passieren, ja? Dann darf man vielleicht ein bisschen daran denken und sagen, na, manchmal muss man mal einen Schritt einfach gehen und dann guckt man, ob der Herr da auch mitgeht. Und wenn wir im Glauben noch schwach sind, dann schenkt der Herr schnell eine Lösung. Und wenn wir im Glauben etwas stärker geworden sind, dann wartet er auch ein bisschen, ja? Bei mir hat er die Lösung dann schon mal schnell geschickt, ja. Aber erst in der Bewährung erfährt man Bewahrung, hat mal jemand gesagt. Manchmal muss man so Glaubenswege gehen. Die sind unvernünftig vor der Welt, ja. Manche Leute aus gutem Hause, die hätten eine Firma irgendwo übernehmen können und die haben dann angefangen, Theologie zu studieren. Und dann haben die Verwandten gesagt und die Eltern gesagt, ach, du sollst ja die Firma übernehmen, kannst ja jetzt eine Pfaffe werden, ja. Manchmal sind es so Wege, die man geht. Manchmal muss man eine Kirchengemeinde verlassen. Oder einen Hauskreis, ja, oder was auch immer. Manchmal muss man einen Weg schon mal alleine gehen. Ja, und dann schickt Gott auch wieder Gemeinschaft dazu. Und wir sind unterwegs wie der Abraham. Jeder ist auf seinem Abrahamsweg. Und wenn wir unser Leben im Glauben leben, dann lesen wir die Abrahamsgeschichte anders. Weil wir sagen, in Sichem, da war ich auch schon. Ja, in Hebron, da war ich auch schon. Ich war schon mal in Ägypten und bin dann wieder zurück. Ja, das wird dann unser Wort. Das ist dann nicht mehr nur Intellekt gelesen. Das essen wir dann. Das ist unser Lebensbericht. Und wir nehmen Maß an diesem Wort Gottes. Das ist ein Geheimnis im Glauben. Ja? Das ist auch nicht jedem offenbart. Das ist denen offenbart, die mit Jesus gehen. Ja? Okay, also 1. Mose 13. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen. Also er tröstet jetzt den Abraham natürlich, ja? Weil der Abraham hat was ganz Unvernünftiges gemacht. Der hat seinen Neffen wählen lassen und seine Hirten haben wahrscheinlich auch revoltiert und sind dann doch irgendwo hinter ihm hergezogen. Und jetzt kommt Gott und spricht mit seinem Freund Abraham, ja? Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen. Also 360 Grad, das gehört alles dir, ja? Und das war ein großer Trost für den Abraham, ja? Weil er hat gesagt, die besten Weiden lasse ich dem Lot. Und vielleicht war der nachts, hat er im Zelt gelegen und hat die Hirten nebenan brudeln gehört. Wir müssen jetzt hier, wir hatten das Recht, Abraham ist der Ältere, ja. So, und dann kommt in so einer Situation, kommt Gott zu Abraham und sagt, das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen auf ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same, dein Nachkomme gezählt werden wird. Mach dich auf und durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Alles, ja? Weil Gott den Abraham ausgewählt hat und weil der Abraham diese Wege auch gegangen ist, ja? Also 1. Mose 14 kommt dann der Abfall von Lot, die Befreiung durch Abraham, dass Abraham dann kommt und ihn befreit. Und dass Abraham dann den zehnten Teil der Beute an den Melchisedek gibt. Dieser Melchisedek, der hat es auch in sich. Denn der taucht da irgendwie auf, ist ein Priester Gottes des Höchsten. Keiner weiß, woher der kommt. Keiner weiß, wieso ist der Priester Gottes. Was macht der da? Wieso ist der ein Priesterkönig? Ja? Und ein großes Geheimnis, bis der Psalmist in Psalm 110 den nochmal aufgreift und Melchisedek schreibt. Und dann der Hebräerbrief wieder. Und der sagt, der Melchisedek, das ist ein Bild auf Christus. Ja, das ist, Christus ist der Königpriester. Christus ist heute schon Priester für die Gemeinde. Christus ist unser hoher Priester. König wird er noch werden. König wird Jesus werden, wenn er wiederkommt auf den Ölberg und sein Reich aufrichtet. Dann wird er auch König sein. Und zwar über die ganze Erde. Ja, dann ist er Melchisedek. Dann ist er Melech Zadok. Dann ist er Melech für den Herrscher, Moloch kommt auch daher, ja, Melech, Zadok ist Zadik, der Heilige, der Priester, König, Priester. Ja, und kommt darauf an, wie man das sieht.
Als Jesus kam zum ersten Mal, kam er eigentlich, um sein Königreich aufzurichten, oder? Er kam als Sohn Davids. Hätte Israel Jesus anerkannt damals, dann wäre Israel Weltmacht geworden, nicht der Trump. Ja? Dann wäre Israel Weltmacht geworden, denn das war ja ihr König Messias. Und er hatte ja die Verheißung, dass er über die ganze Welt herrschen sollte. Jetzt kommt das Unfassbare. Israel tötet seinen Messias. Unglaublich. Undenkbar. Ja? Und das Königreich hat Aufschub. Es bricht überhaupt nicht an. Die Jünger sagen, ja, wir haben gedacht, jetzt würde dein Reich anbrechen. Auf dem Weg nach Jerusalem rauf sagen die Jünger, Herr, wenn dein Reich dann anfängt, dann lasst mich doch auf der rechten und ihn auf der linken Seite sitzen. Da haben die schon geschachert drum. Die sagen, jetzt geht's los, das Königreich fängt an, er ist der König. Ja? Und jetzt geht's ja drum, wer hier ist im Kabinett und ja, wer bildet da die neue Regierung. Und Jesus wird überhaupt nicht angenommen. Und er geht ja dreimal in den Tempel und bietet sich an und das Volk lehnt ihn vollkommen ab. Und nachher verraten sie ihn an die Römer, Judas verrät ihn und er wird ausgeliefert und er wird gekreuzigt. Und die Jünger sagen, um Himmels Willen, jetzt ist alles vorbei. Ist alles vorbei? Das war's. Die Sache mit Jesus ist vorbei. Kommt kein Königreich. Ach, sagt der Petrus, ich gehe wieder fischen. Ich gehe wieder in meinen alten Beruf zurück. War eine gute Zeit mit Jesus. Ja? Haben auch viel gelernt, aber ist halt vorbei. Keiner weiß, wie es weitergeht. Ja? Das war eine große Resignation und dann sind sie ja runter zum See Genezareth und haben dann dort auch waren dann auch fischen und dann erscheint ihnen Jesus, ja. Das war der Hammer. Das Herz hat gepfuffert, ja. Und der Petrus springt ins Schiff. Der Petrus ist so ein impulsiver Typ, ja. Zieht sein Obergewand aus und springt da ins Wasser und schwimmt dann und ist der Erste, der zu Jesus kommt, ja. Das haben sie nicht erwartet. Und dann schickt Jesus sie ja rauf nach Jerusalem und sagt, wartet dort auf die Verheißung, ja. Aber das Königreich hat Aufschub, aber nicht das Priestertum. Ja? Das heißt, heute wird oft vom König Jesus gesungen, wo ich sage, meiner Meinung nach ist das nicht ganz so richtig, weil Zacharja sagt in den letzten Kapiteln, wenn Christus wiederkommt auf den Ölberg, dann wird das Priestertum und das Königtum in ihm auf dem Thron Frieden finden. Dann wird Königtum und Priestertum zusammengeführt in Christus. Das ist die Vollendung, die irdische Vollendung des Auftrags Jesu. Ja? Und man kann das in den Evangelien auch sehen. Jesus geht hinauf nach Jerusalem, dann kommt man irgendwann so, Matthäus 12 ist meiner Meinung nach so die Wasserscheide. Da lehnen sie dann Jesus ab. Matthäus 11 sagen sie, du bist von einem Dämon besessen du nennen ihn alles Liederliche. Und dann steht in Matthäus 12, von dem Zeitpunkt an begann Jesus und sprach. Da fängt was Neues an. Ja, selig, wie sagt er, nee, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nicht nur Israel, alle. Alle mühseligen, kommet her zu mir. Das heißt, die Botschaft Jesu hat sich da geändert. Sie verwerfen ihn und da verwirft er sie. Und dann steht in Matthäus 12, könnt ihr mal gucken, wenn ihr Zeit habt, das nachzulesen, von dem Zeitpunkt an begann Jesus und sprach. Und da hat er nicht mehr das Königreichsevangelium, sondern das Evangelium für die Gemeinde fängt da an. Da ändert sich sein Dienst. Ja? Und dann, als Jesus gestorben und auferstanden ist, wird er uns zum hohen Priester. Nach welcher Weise? Nach der Weise Melchisedeks. Ah, dann sind wir jetzt fast hier beim Abraham, bei den Glaubensleuten. Hier fängt ja der Glaube an, ja? Das heißt, Christus wird Priester nach der Weise Melchisedeks. Wie lange dauert dieses Priestertum? Ewig. Kommt dann das Priestertum von Levi und Aaron nochmal? Nein. Hat der Melchisedek dann das Priestertum von Levi und Aaron ein für alle Mal abgelöst? Ja. Warum sollen wir denn noch die Gebote dann halten? Sollen wir noch die Gebote halten von einer Priesterordnung, die schon vorbei ist? Nein. Ist das aaronitisch-levitische Priestertum beendet? Ja. Was glauben denn dann die Juden? Ich weiß es nicht, was die glauben, aber die können ja nicht mal ihre eigene Religion ausüben. Entschuldigung, das Judentum ist die einzige Religion, die ihre Religion nicht ausüben kann. Jede Religion auf der Erde kann seine Religion ausüben, oder? Hinduisten und Buddhisten und Baptisten, ja, also alle Isten irgendwo, sogar die Muslime, ja, und wir Christen sowieso, denn wir haben einen Tempel, wir haben einen hohen Priester, wir haben ein Opfer, wir haben Reinigung für unsere Sünden, wir haben alles das, was Israel nicht hat, das haben wir. Was wollen uns die Rabbiner denn geben? Außer ein Gebot vom Sinai, wo sie 80% selber nicht halten können. Warum? Weil sie keinen Tempel haben, keinen hohen Priester haben, keine Reinigung von ihren Sünden haben, kein Opfer haben. Die haben alles das, was wir haben, haben die nicht.
Warum? Weil das Priestertum aufgehört hat und Gott Israel scheinbar seit 2000 Jahren den Tempel vorenthält und die Reinigung von ihren Sünden. Also entweder, Entschuldigung, stimmt was mit Israel nicht oder mit Gott stimmt was nicht. Wobei ich für die erste Lösung wäre. Ja? Was ist das denn? Das heißt, das Priestertum hat sich geändert. Das heißt, das Priestertum ist nicht mehr das Priestertum von Levi und Aaron, sondern das Priestertum Melchisedeks. Ja? Ein ewiges Priestertum. Und wir sollen nicht wieder zurück zum Sinai gehen. Um das ein bisschen konkret zu machen, die Gemeinde Jesus soll nicht das Gesetz halten. Die Gemeinde Jesus soll nicht die Gebote halten. Die Gemeinde Jesus soll Christus darstellen. Das würde ich mir in großen Buchstaben hier oben hingeschrieben wünschen. Wir sollen nicht die Gebote halten, klein, 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 ja? Also nicht, weil, ja, also so haarklein, ja? Und nicht so Buchstabenklauberei, wir sollen Christus darstellen, einer sterbenden Welt. Und wenn Arbeitskollegen uns sehen, dann sollen sie sagen, ich habe heute einen Christ gesehen. Dieser Christ gehört zu Christus. Ich habe etwas geschmeckt von dem, da ist was anders an dem. Ja? Ich kenne eigentlich nur so einen Arbeitskollegen, das ist so einer, der ist anders wie die anderen. Ja? Das ist das, was die Gemeinde Jesu als Aufgabe hat. Wir haben nicht den Auftrag, die Gebote vom Sinai zu halten, aus einem Priestertum, was beendet ist und nicht mehr kommt. Sondern wir sollen in dem Priestertum Christi sein und sollen Christus darstellen. Warum? Weil wir doch ein Teil Christi sind. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Ja? Das heißt, wir halten nicht mehr am Buchstaben des Gesetzes fest, sondern wir halten am Wort, am Sinn des Gesetzes fest. Und der Sinn des Gesetzes ist Christus. Ja? Wenn jemand im Alten Testament, ich plaudere ein bisschen, ja? Wenn jemand im Alten Testament aussätzig gewesen ist und vom Aussatz wieder rein wurde, dann sollte der hohe Priester den besehen und sollte Ysop und Wolle, Rot und Wolle und Karmesin und Holz nehmen und sollte einen Vogel nehmen. Und sollte diesen Vogel in ein irdenes Gefäß schlachten und sollte dann die Wolle nehmen und den Ysop und das Holz und sollte das in das Blut des geschlachteten Vogels tauchen und sollte den Aussätzigen mit diesem Blut besprengen und sollte dann den Lebendigen, den zweiten Vogel, den er hatte, den Vogel dann, den er in der Hand hatte, sollte er in den Himmel fliegen lassen. Den blutigen Vogel, der fliegt in den Himmel hinauf. Ja? Und damit war der Aussätzige als rein erklärt. Da ist Wolle drin, Lamm Gottes, da ist Holz drin, Golgatha, da ist Blut geflossen. Und zwar Blut geflossen, wie Christus seinen Leib geopfert hat, seinen ewigen Leib, dass Christus geopfert ist durch den ewigen Geist, in einem irdischen Leib, in ein irdisches Gefäß, über fließendem Wasser. Das sagt das Gesetz, ja? Da ist der Geist Gottes bei, da ist der menschliche Leib Christi bei, da ist Blutvergießen bei, da ist Golgatha bei, da ist Lamm bei. Da wird das Blut angewendet auf den Aussätzigen, da ist Auferstehung bei. Ja? Denn der blutige Vogel fliegt ja auf in den Himmel, in den Himmel. Das heißt, Christus ist auferstanden. Da ist alles Neutestamentliche ist in diesem Opferritus drin. Christi sterben, Christi Blutvergießen, Christi Leib, Gottes Geist als fließendes, reines Wasser, was dann angewendet wird auf den Aussätzigen. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, weil dieser Vogel, diese Taube, dieser blutige Vogel in den Himmel, was für ein Bild, was für eine Power ist dahinter. Das ist ein starkes Bild, ja? Das ist das Gesetz. Und wir lesen das Gesetz nicht mehr, dass ich jetzt auf den Markt gehen muss und eine Taube kaufen muss und ein Stück Holz brauche und irgendwo Ysop her, ja? Sondern wir verstehen das dem Geist nach, weil Johannes sagt, wir geben euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, was wir immer schon hatten. Wiederum geben wir euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Wir verstehen diesen Reinigungsritus, den der hohe Priester damals tun sollte, auf die ewige Reinigung Christi. Er hat das Gesetz erfüllt, auch dieses Reinigungsgebot. Und dann wird das Alte Testament plötzlich lebendig. Das blüht auf. Das Gesetz treibt Christus, sagt ja Luther. Ja? Das wird plötzlich nicht mehr, das ist kein toter Buchstabe mehr, das ist Wort Gottes an uns.
Das heißt, wir sehen, dass in dem Gesetz von Mose schon Christi Tod, Christi Opferung, Christi Auferstehung, Christi Himmelfahrt drin ist zur Reinigung des Sünders. Ach ja, natürlich. Ja, dann hat das Gesetz vom Sinai schon auf den ewigen Melchisedek hingewiesen. Ja, natürlich. Ja, dann hat der Abraham schon einen Glauben gehabt wie im Neuen. Ja, das ist Glaube. Ja, das ist alles schon im Alten Testament drin. Das ist ein Beweis für mich, dass das Wort Gottes wahr ist. Das ist Gottes Wort, das ist wahr. Das kann niemand sich vorher ausdenken. Ja? Warum soll ich nicht glauben, was wahr ist? Wunderschön. Ganz starkes Bild. 3. Mose 13, glaube ich, irgendwo. Ich habe es nicht genau im Kopf. Wer das nachlesen will, wenn man mal so den Sinn hat, dann kann man sich das auch anschauen und kann es auch verstehen und kann es dann auch gut nachvollziehen, was das Wort Gottes da eigentlich sagt. Ja? Dieses Blut von diesem geopferten Vogel, das soll dann der hohe Priester dem zu Reinigenden aufs Ohrläppchen träufeln und auf den rechten Daumen und auf die rechte Zehe. Ja? Damit er auf Gott hört und damit er das tut, was Gott von ihm will und damit er auch dahin geht, wo Gott ihn haben will. Ja? Und danach soll er Öl nehmen und soll das Ohrläppchen ölen, ja? mit Öl salben und den Daumen der rechten Hand salben und den großen Zeh vom rechten Fuß salben, damit wir hören mit Gottes Geist und tun nach Gottes Geist und dahin gehen, wo Gottes Geist uns haben will. Das ist das Gesetz. Das wird alles lebendig. Das wird alles lebendig in Christus. Wunderschön. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ja? Und wir verstehen das Wort Gottes, das Gesetz, nicht mehr nach dem Buchstaben, sondern nach dem inneren Sinn. Denn das Gesetz hatte ja nur den Schatten der zukünftigen Dinge. Die Verkörperung, die Wesenheit aber ist in Christus. Und wir leben als Gemeinde Jesu nicht mehr im alttestamentlichen Schattenbild, sondern wir leben in der neutestamentlichen Wesenheit in Christus, weil wir ihn mit aufgedecktem Angesicht sehen. Unser Gesetz ist kein Buchstabe. Ja? Unser Gesetz ist eine Person. Eine Persönlichkeit. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und die Gemeinde Jesu hat eine andere Berufung als Israel. Ihr bekommt das aber heute kaum noch gepredigt, weil die Christen irdisch gesinnt sind. Weil die sich mehr mit Matzen und mit dem Passafest und mit Yom Kippur auskennen, als mit der Rechtfertigung in Christus. Und das ist ein Drama. Das ist die Armut der Christenheit. Ja? Weil die Christenheit irdisch gesinnt ist, hört sie das nicht mehr und sie glaubt, sie müsste die Gebote halten. Paulus sagt, ich bin denen ohne Gebot geworden, wie jemand, der ohne Gebot ist. Ja? Und ich bin denen, die unter dem Gesetz sind, geworden, wie jemand, der unter dem Gesetz ist. Und ich bin denen, die ohne Gesetz sind, geworden, wie jemand, der ohne Gesetz ist. Obwohl ich nicht ohne Gesetz bin, ich bin aber im Gesetz Christi. Was ist das denn? Wo steht das denn? Das Gesetz des Mose, ja, das kennen wir alle. 10 Gebote kennen wir auch. Aber das Gesetz Christi? Jetzt steht in Hebräer 7, Vers 12, ich plaudere ein bisschen. Hebräer 7, Vers 12 steht, wo sich das Priestertum geändert hat, da muss sich auch das Gesetz ändern. Aha. Ja, welches Priestertum? Naja, es gab nur das vom Sinai. Ja, wie, woran hat sich das denn geändert? Naja, in das Priestertum Jesu Christi. Ja, bitteschön, nach welcher Priesterordnung? Nach der Priesterordnung Melchisedeks, habt ihr mir ja eben gesagt. Ich wiederhole nur, was ihr sagt, ja. Ja? Das heißt also, wir haben ein neues Priestertum? Ja. Ja, jetzt sagt der Hebräerbrief, wo sich das Priestertum geändert hat, muss sich auch das Gesetz ändern. Ja gut, aber wohin denn? Naja, in das Gesetz Christi. In das Gesetz des Geistes. In das Gesetz der Freiheit. Das sagt das Neue Testament. Das heißt, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz des Mose, nein, sind wir frei von. Paulus sagt, wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern wir sind unter der Gnade. Wir sind nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes, sondern wir sind unter der Gnade. Wir sind nicht mehr im aaronitisch-levitischen Priestertum, sondern wir sind im ewigen Priestertum Christi. Das ist etwas anderes. Wir sind auch nicht Gottes irdisches Volk, wir sind Gottes Himmelsvolk. Israel hatte eine irdische Berufung mit einem irdischen Land, mit irdischer Landverheißung. Die Gemeinde hat die Berufung, den Himmel zu erben und alles. Paulus sagt, euch ist das Gegenwärtige und das Zukünftige. Euch ist der Himmel und die Erde, alles ist euch, aber ihr seid Christi und Christi ist Gottes.
Die Gemeinde erbt mehr als nur ein Land. Ja? Israel hat die Verheißung, einen kleinen Landstreifen im Nahen Osten zu bekommen. Okay, wegen mir zwischen Euphrat und Nil. Ist immer noch ein kleiner Streifen, die Welt ist ja groß, ja? Aber der Gemeinde gehört alles. In Christus erben wir alles. Unser Bürgerrecht ist auch nicht in einem irdischen Land. Unser Bürgerrecht ist droben. Weshalb die Gemeinde ja auch entrückt werden muss. Die muss ja aufgenommen werden von der Erde. Und unser Bürgerrecht ist im Himmel, von dannen wir auch warten, unser Herrn Jesus Christus. Das heißt also, Israel hat eine irdische Hoffnung und wir haben eine ewige. Ja? Israel hat eine begrenzte irdische Hoffnung auf ein Land und wir haben eine unbegrenzte Hoffnung. Uns gehört alles, das Gegenwärtige und das Zukünftige, das, was war und das, was ist und das, was sein wird, die Erde und der Himmel und das All, alles ist euer, aber ihr seid Christi und Christus ist Gottes. Die Berufung der Gemeinde ist mehr als das, was Israel hat. Das ist größer, das ist weiter. Das ist etwas anderes, das ist ein neuer Bund. Das ist unbegrenzt, was die Gemeinde bekommt. Ja? Warum? Weil sie an Christus geglaubt hat. Weil sie geglaubt hat, dass Gott seinen Sohn geopfert hat. Weil Gott ja sein Liebstes gegeben hat. Ja? Und die Gemeinde weiß das wertzuschätzen. Und das vergilt Gott der Gemeinde. Und er sagt, weil ihr das geglaubt habt und weil ihr so gelebt habt, gebe ich euch alles. Ihr bekommt alles, die Gemeinde Jesu bekommt alles. Und das Judentum? Das Judentum kommt wieder im tausendjährigen Reich, irdisch, mit irdischer Verheißung. Ja? Aber die Gemeinde Jesu wird dann schon im Himmel sein und über aller Himmel, Himmel, da wo Gott ist. Denn wir werden ihn sehen, so wie er ist. Ja? Das ist etwas anderes. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Unser Priestertum hat sich geändert. Wir sind in einem ewigen Priestertum, was nicht mehr aufhört. Ja? Und deswegen, wenn wir im Gesetz des Geistes sind, ich zeige euch gleich, was das ist, oder wenn wir im Gesetz Christi sind, dann halten wir auch die 10 Gebote. Ja? Also wer Jesus nachfolgt oder wer Christus darstellt, der wird nicht lügen und nicht stehlen und nicht Ehe brechen und nicht falsch Zeugnis reden, ja, und Gottes Namen nicht lästern. Das wird er alles auch einhalten. Aber unsere Aufgabe ist nicht mehr Gebot für Gebot abzuarbeiten. Unsere Aufgabe ist, Christus darzustellen. Ja? Weil unser Gesetz eine Persönlichkeit ist und kein Buchstabe mehr. Deswegen sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Um noch genauer zu sein, müssten wir sagen, ich muss vielleicht noch woanders anfangen. Manche Leute sagen zu mir, du bist ein Anomist. Du sagst, wir müssen nicht mehr das Gesetz halten. Ja, sagen sie, das sagt nicht ich, das sagt der Hebräerbrief. Das Gesetz hat sich geändert. Ja? Dann sagen manche zu mir, ja, aber du musst die 10 Gebote halten. Dann frage ich zurück, mit meinem alten Menschen oder mit meinem neuen Menschen? Das habe ich noch nie gehört im Internet. Ich höre im Internet, wir müssen den Sabbat halten, wir müssen Speisegebote halten, wir dürfen keine gemischten Kleidungen anziehen, wir müssen dies tun, wir müssen jenes tun, wir müssen das Gesetz Gottes halten. Dann sage ich, das steht nirgendwo im Neuen Testament. Dann sagen manche, ja gut, aber Jesus hat ja gesagt, wer mich liebt, hält meine Gebote, dann müssen wir die Gebote halten. Ja genau, sage ich, hast du auch richtig gehört, was Jesus da sagt? Jesus sagt, wer mich liebt, hält die Gebote des Mose vom Sinai. Nö. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Moment mal, kann denn ein Zimmermann einfach die Gebote da ändern? Versteht ihr den Skandal, was Jesus da tut? Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Was sind denn die Gebote Jesu? Das ist das Gesetz Christi, das Gesetz des Geistes, das Gesetz der Freiheit. Das sollen wir halten. Ja? Das ist etwas anderes. Wir haben einen anderen Segen als Israel. Israel hatte einen Tempel. Wir sind der Tempel. Ja? Israel sollte das Gesetz halten, das Wort Gottes halten. Wir essen das Wort Gottes. Israel sollte das Wort Gottes halten und wir sind gezeugt aus dem Wort Gottes. Das ist etwas anderes. Ja? Israel sollte das Wort Gottes halten und wir sind Wort Gottes an die Welt. Das heißt, die Berufung der Gemeinde Jesu ist ganz anders als die Berufung Israels. Das ist ein herrliches Thema. Und Paulus, wenn man den Paulus hört, wie der schreibt davon, das ist geradezu vom Himmel herabgeschrieben, was der Mann schreibt. Und man muss geradezu die Augen verbrettert haben, um das nicht zu sehen. Als Pharisäer. Der hätte ja sagen können, ja, jetzt glaubt ihr alle an Jesus, jetzt müsst ihr aber auch das Gesetz halten. Das haben in Israel ja viele gesagt. Die haben, steht in der Apostelgeschichte, da gab es Juden, die glaubten an Jesus
und waren allesamt Eiferer fürs Gesetz. Ja, da habe ich gesagt, geht das auch? Es war so eine Mischform. Es ist wie so ein Küken, das hat die Schale schon durchbrochen, aber so richtig raus ist es noch nicht. Ja? Und so ist es da auch. Die glaubten, sagen, okay, das ist der Messias. Aber die waren alle noch Eiferer fürs Gesetz, weil die noch irdisch gedacht haben. Ja? Und Paulus geht weit darüber hinaus. Niemand hat sich vom Gesetz des Mose und vom Judentum so weit entfernt wie der Apostel Paulus. Kein Petrus, kein Judas, kein Jakobus. Paulus hat das. Vielleicht, weil er ein auserwähltes Werkzeug war. Ja? Aber er sagt, wir haben alles in Christus. Israel hatte einen Tempel, wir sind der Tempel. Israel hatte einen irdischen Hohenpriester, wir haben einen himmlischen Hohenpriester. Israel hatte ein Opfer, was jedes Jahr wiederholt werden musste am Yom Kippur. Wir haben ein ewiges Opfer in Christus. Israel musste etwas tun. Wir sind etwas. Und weil wir etwas sind, tun wir etwas. Israel musste im Gesetz arbeiten, um etwas zu werden. Was denn? Gerecht vor Gott. Wir sind gerecht vor Gott und deswegen tun wir etwas. Das ist genau umgekehrt. Und das ist die Berufung, die Freiheit der Gemeinde. Das ist der Adel der Gemeinde Jesu. Das ist ein Geheimnis, das erlebt nicht jeder. Da kann man Gott bitten rum, da kann man flehen rum, da kann man rufen. Das muss Gott uns offenbaren. Das machen wir nicht selber. Das hat noch nie jemand selber machen können. Wir sind wiedergeboren nicht nach dem Willen eines Mannes oder einer Frau, sondern nach dem Willen Gottes. Das macht Gott in uns. Das ist ein Geheimnis. Das überkommt uns, wir wissen überhaupt nicht, was geschieht mit uns. Ja? Das ist etwas ganz, ganz Exklusives. Okay, der Hebräerbrief sagt also, dass wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Ja? Jetzt gucken wir mal, wo wir das Gesetz Christi finden. Das kennt ihr auch alle. Man nimmt das noch nicht so in Verbindung. Ja? Der Paulus sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ah, jetzt haben wir den Zusammenhang. Was sagt denn der Paulus da? Dann ist in Galater 6, Vers 2, wenn ich das richtig weiß. Moment, ich muss mal gucken. Ja, Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was sagt denn da der Paulus? Der Paulus sagt, Christus hat eure Last getragen, tragt ihr auch die Last des anderen. Aha, das würde ja heißen, ich soll so tun, wie Christus getan hat. Ja, genau. Wir sollen Christus darstellen. Das ist das Gesetz Christi. Das ist nirgendwo formuliert. Da gibt es keinen großen Gesetzeskatalog. Manche Menschen wollen ja gerne ein Gesetz. Ja, dann können sie sicher sein. Manche wollen ja gerne, dass ihnen was vorgeschrieben wird. Da wissen sie, ich bin recht und dann ist gut. Ja? Das gibt es bei der Gemeinde Jesu nicht. Die Gemeinde ist frei in der Gebundenheit an Jesus. Ja? Und dieses Gesetz Christi, das formuliert der Paulus hier in Galater 6 und sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und er sagt, ich bin nicht ohne Gesetz, ich bin da aber im Gesetz Christi. Ja, das ist wunderschön. Gesetz des Geistes, müssen wir euch daran erinnern, wenn ich das vergesse. Ich wollte euch noch was anderes sagen, es ist mir doch wieder weggeflogen. Fällt mir ja wieder ein. Ich zeige euch vielleicht noch in Römer 8, Vers 2, können wir noch gucken, da steht das Gesetz des Geistes. Das ist das, was ich da in Rumänien da zu tun hatte mit, ja. Römer 8 schreibt Paulus vom Gesetz des Geistes. Und dann gucken wir noch Jakobus an, vom Gesetz der Freiheit. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 1, so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also nicht nach dem Buchstaben im Gesetz des Mose, sondern im Geist Christi wandeln. An denen ist nichts Verdammliches. Ja? Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht, in Christo Jesu, hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde im Fleisch. Das Gesetz des Geistes hat ihn freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Warum nennt der Paulus dann das Gesetz vom Sinai das Gesetz der Sünde und des Todes?
Warum sagt denn Paulus, das Gesetz richtet Zorn an? Deswegen, weil das Gesetz Gottes Wille, Gottes heiliger Wille ist. Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Ich aber bin unter die Sünde verkauft. Wenn ich gläubig werde, zum Glauben komme an Jesus, dann fange ich an, die Bibel zu lesen, dann will ich auch alles recht machen. Und dann fängt man an und liest die 10 Gebote und liest das Neue Testament und liest das Alte Testament, dann hält man sich ans Gesetz und dann merkt man, wie man immer wieder in Sünde fällt. Und Gott ringt uns nieder mit dem Gesetz. Und viele Menschen bleiben unter diesem Gesetzesglauben, in dem Gesetzesglauben stecken und die werden traurig. Weil die sagen, ich glaube, ich bin überhaupt nicht richtig gläubig. Ich bin doch jetzt wiedergeboren, ich müsste doch jetzt eigentlich durch Gottes Geist die Kraft haben, Gottes Gesetz zu tun. Aber sie sind noch in einem irrigen Glauben. Sie glauben nämlich, dass sie das Gesetz noch halten können, mit diesem Leib. Und das können sie nicht. Ja? Moment, ich muss gerade schnell was aufschreiben. Vergesse ich den Gedanken. Sie können das Gesetz nicht halten. Und sie scheitern immer wieder. Und dann warten sie 2 Tage. Und dann bitten sie Gott um Vergebung und sagen, jetzt strenge ich mich aber wieder an. Ja, ich will nicht mehr so schnell reden. Ich will nicht mehr so feige sein im Bekennen. Ich will nicht mehr so faul sein im Bibellesen. Ich will nicht mehr diesen und jenen Lüsten nachfolgen, die ich eigentlich für mich schon abgehakt hatte. Ja? Und dann fällt man wieder rein. Und dann fällt man nochmal rein. Und man betet wieder um Vergebung und fällt das dritte Mal rein. Und dann fällt man nach 3 Wochen wieder rein. Und immer wieder, und man fällt immer wieder in die eine oder in die andere Sünde. Und das ringt den Menschen nieder. Das macht den Menschen, das zeigt dem Menschen, zeigt uns, wer wir sind vor Gott. Das zeigt, dass unser Fleisch nicht in der Lage ist, das Gesetz zu halten. Und das macht den Menschen traurig. Und wenn Gott Gnade schenkt, dann zerbricht der Mensch darunter. Der zerbricht. Und der liegt irgendwann flach auf dem Boden und sagt, Herr, hier bin ich. Ich habe ja Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, ja, was dem Gesetz des Geistes widerstreite, mich gefangen nimmt. Ich würde ja gerne das Gesetz halten, aber ich kann das nicht. Ich bin verloren. Ja? Was will man jetzt so jemand sagen? Jetzt liegt so jemand in so einer geistlichen, der geht wahrscheinlich arbeiten, der steht an der Maschine, macht seine Bohrteile, aber was im Herzen losgeht, das ist ja nochmal was anderes. Ja? Sieht man nach außen nicht unbedingt. Das ist eine private Sache zwischen Gott und mir. Ja? Was soll man so jemandem denn sagen? Glaub mehr, muss mehr glauben, muss ich mehr anstrengen. Sagt, da habe ich schon. Ich habe versucht, mehr zu glauben, mehr anzustrengen. Ja, dann mach irgendwas, mach noch ein Gebot. Habe ich schon, ich habe alle Gebote versucht. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja? Dann kommt man irgendwo an einen Punkt, da geht es nicht mehr weiter. Das ist ein Gnadenpunkt. Weil ab dem Punkt verstehen wir, dass wir verlorene Leute sind, dass wir Jesus brauchen. Und dann wird das nicht nur gelernt und studiert, das haben wir dann gegessen. Ja? Und wenn wir das gegessen haben, dann verstehen wir auch jemand anders, wenn es dem so geht und sagen, oh, du bist jetzt genau da, da war ich letztens auch. Oder vorletztes Jahr oder zu der Zeit. Da ringt Gott uns nieder. Das ist unser Jabok, unser persönliches Jabok-Erlebnis, wo Jakob mit dem Mann ringt in der Nacht und der Engel, der rührt ihn dann an die Hüfte an. Ja, ihr kennt ja die Geschichte, ja. Und dann bekommt ja Jakob einen neuen Namen. Und dann gehen wir genau durch diese Nacht, durch diese Sündennacht, ich sage immer so, die Höllenfahrt ins eigene Ich, sage ich da immer, ja. Das hätten wir nie gedacht, dass wir so sind. Aber Gott deckt das auf, das Gesetz deckt das auf. Und wenn dann Gott Gnade schenkt, dann finden wir darüber zu Christus. Und jemand, der so am Boden liegt und so kaputt ist, dem brauchst du nichts mehr vom Gesetz zu sagen. Der kann nicht mehr. Ja? Was soll man dem denn sagen? Schau dahin, wo Christus ist. Ja, aber ich muss doch, nee, muss nicht. Du kannst ja gar nicht, siehst du doch. Ja, ich habe schon versucht, aber ich schaff's nicht. Naja, genau. Keiner von uns schafft es. Ja? Das ist eine ganz segensreiche, aber eine enge Pforte. Und nicht viele finden die. Viele bleiben da außen vor und sagen, man muss aber doch immer noch. Ja, dann mach doch. Du hast doch noch nie. Wenn jemand kommt zu mir und sagt, du musst das Gesetz halten, sage ich, hältst du das denn? Wenn du das Gesetz wirklich gehalten hättest, würdest du jetzt nicht so einen Unsinn reden. Denn ja, das ist so, ja. Das ist, kann man nicht studieren, das muss man essen. Ja, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du musst das Gesetz halten, dann sage ich, mit meinem alten Menschen oder mit dem neuen Menschen? Dann guckt er mich groß an. Sag ich, du hast angefangen. Soll ich das Gesetz mit meinem alten Menschen halten oder mit meinem neuen Menschen?
Da redet aber niemand im Internet von. Ja? Spielen wir mal durch. Kann der alte Mensch das Gesetz halten? Nein. Warum nicht? Weil er aus Fleisch ist. Weil das Gesetz durch das Fleisch geschwächt ist. Ja? Wäre das Fleisch stärker, könnte das Gesetz helfen. Aber unser Fleisch ist schwach und das Gesetz ist durchs Fleisch geschwächt und deswegen kann das Gesetz uns nicht nützen. Kann der neue Mensch das Gesetz halten? Die Frage stellt sich nicht. Der neue Mensch ist ja nach Christus geschaffen. Der neue Mensch ist 100%. Wenn das Gesetz den neuen Menschen sieht, dann sagt das Gesetz, da habe ich nichts dran auszusetzen. Das ist ja Christus. Ja? Das heißt, der neue Mensch ist vom Gesetz frei. Der alte Mensch, und das ist der Punkt, war mir eben entfleucht, der alte Mensch steht aber noch unter Gesetz. Unser alter Mensch wird alt, welkt dahin und stirbt. Warum? Weil er das Gesetz übertreten hat. Unser alter Mensch steht noch unter Gesetz, unser neuer Mensch nicht. Der neue Mensch, der fliegt davon wie der blutige Vogel. Der gehört nämlich nach droben. Und der wird nicht sterben, weil das Gesetz nichts an ihm hat. Ja? Das heißt, wenn man genau sein wollte, müsste man sagen, unser neuer Mensch ist nicht mehr unter Gesetz, unser neuer Mensch ist unter Gnade, unser alter Mensch ist noch unter Gesetz und der wird sterben, nicht am Krebs, nicht am Autounfall. Unser alter Mensch stirbt, weil er das Gesetz übertreten hat und wird wieder zur Erde. Und die ganze Welt steht unter Gesetz. Und wenn Christus wiederkommt, wird er die ganze Welt richten nach diesem Gesetz. Und alle Welt wird Gott schuldig sein. Alle Welt, jeder, egal wer er ist, vom Größten bis zum Kleinsten. Nur die Gemeinde Jesu ist frei. Warum? Weil die ja eine neue Natur hat. Und diese neue Natur ist ja in Christus. Und wenn das Gesetz kommt und dich verurteilen will, dann darfst du sagen, ich bin in Christus. Wenn ich sündige, sagt Paulus, so sündige nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich, sagt Paulus, ich bin schon in Christus. Gott sei Dank. Aber die Sünde, die in meinem Fleisch ist, die sündigt noch. Und das unterscheidet Paulus in Stellung und Wandel. Und das sind zwei ganz wichtige Vokabeln. Die müssen wir verstehen, damit wir im Glauben nicht verzagt werden. Weil Menschen, die im Gesetz stecken bleiben, die werden traurig. Wenn die Verkündigung auch zu streng ist, die werden auch psychisch krank. Nicht geistlich krank, psychisch krank. Ja? Weil die nie aus der Gesetzeslast rausgeführt werden in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes in Christus. Weil die Pastoren sich das nämlich nicht trauen. Die glauben, wenn sie die Freiheit in Christus jemandem zusprechen, dass der in allen Sünden leben wollte. Das will der aber nicht. Der kriegt keine Luft. Ja? Der kriegt unter dieser gesetzlichen Predigt, der erstickt. Und der Pastor traut aber nicht, dem ein bisschen Sauerstoff zu geben, weil er glaubt, dann wird er wohl übermütig. Ja? Ich skizziere, es gibt auch Pastoren, die das gut verstehen und die da helfen wollen. Aber ich erlebe das im Internet, wenn ich über diese Gesetz- und Gnade-Dinge spreche, dann sagen mir viele, ja, du willst wohl in allen Sünden leben. Du willst wohl in allen Sünden schwelgen. Dann sage ich, ist das das Einzige, was euch einfällt, wenn ihr von der Gnade Jesu hört? Ist es das? Ihr offenbart euch doch mehr mit diesem dümmlichen Kommentar, als ich mich, wenn ich von der Gnade Jesu spreche. Ihr offenbart euch doch und sagt, wenn die Strafe nicht wäre, dann könnte ich endlich tun, was ich will. Ich will ja in den Himmel, deswegen muss ich Christ sein, muss ich dieses Gesetz halten. Ich mache das auch. Warum? Naja, die Rendite ist halt auch gut, ja. Und man guckt ja, dass man da investiert, wo auch viel, ja. Das ist doch knechtisches Denken. Wenn bloß die Strafe nicht wäre, dann könnte ich endlich tun, was ich immer schon mal wollte. Könnt euch selber einsetzen, was ihr da wollt, ja? Kann sich jeder selber einsetzen. Aber diese Leute, das Erste, wenn sie von der herrlichen Gnade in Christus hören, die frei ist, ist das Erste, was sie sagen, du willst ja wahrscheinlich nur, du zeigst, was hier im Herzen ist. Der verlorene Sohn, als er nach Hause kommt, da sagt der Sohn, der zu Hause geblieben ist, zu seinem Vater, mir hast du nie ein Böcklein geschlachtet, aber der das Geld mit den Frauen durchgetrieben hat, dem schon.
Ja, aber das steht nirgendwo, dass der Sohn, der verlorene Sohn, sein Geld damit irgendwelchen Frauen durchgetrieben hätte. Ach so, ja, aber wo kommt es denn her? Es kommt aus dem Herzen von dem Sohn, der zu Hause geblieben war. Der war zwar schön treu zu Hause geblieben, aber der hatte dieselben Sünden im Herzen wie der gegangen ist. Und wenn wir reden, wenn diese Leute reden, die entlarven sich selber, weil die Reaktion darauf ja die ist, was in ihrem Herzen ist. Und wenn sie denn jemand freisprechen würde, dann sind sie nicht dankbar und entlastet, sondern sagen, dann gehe ich direkt dahin, wo ich noch nie hin durfte, aber immer schon mal hin wollte. Ja? Ich muss das nicht füllen jetzt mit Beispielen. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Das ist dieser knechtische Geist, der bleibt nicht. Ja? Aber jemand, der wirklich Gott nachfolgen will, der das Gesetz tut, der versucht am Gesetz auch vor Gott auch gerecht zu leben, der kommt an einen Punkt, wo er resigniert, wo er zerbricht, wo er nicht mehr weiterkommt. Und dann kannst du ihm sagen, jetzt streng dich doch mal an. Ja? Jesus hätte ja auch sagen können zu den Jüngern, schaut mal mich an, ich sündige ja auch nicht, sündige ihr doch auch nicht. Ja? Und durch diese schmale Pforte gehen Christen hindurch und die glauben dann erstmal, dass sie gar nicht richtig gläubig sind, weil sie sagen, ich will ja Gottes Gesetz tun, aber ich falle halt immer wieder in diese und jene Sünde oder in meine Lieblingssünde oder Lieblingsneigung. Und ich komme da einfach nicht weg von. Ja? Und Menschen, die dann in diese Engführung kommen, in diesen Zerbruch erleben, die freuen sich so über die Gnade, dass die nie wieder zurück wollten unter das Gesetz. Und die würden auch nie wieder so dümmliches Zeug sagen, weil die das geschmeckt haben. Ja? Die haben den Zerbruch geschmeckt, die haben das Gesetz der Sünde und des Todes geschmeckt. Die haben geschmeckt, dass das Gesetz Zorn anrichtet. Und die haben die Gnade Christi gefunden. Und die reden nur noch davon. Ja? Die reden von das ist das, Christus ist das, ist die Lösung für das alles. Für das ganze Dilemma der Weltgeschichte ist Christus allein die Lösung. Jesus allein. Und das ist was Großes, und dass Paulus es so formuliert. Um Himmels Willen, der Paulus wäre doch der Erste gewesen, der unter so einer gesetzlichen Verkündigung aufgestöhnt hätte. Ja? Der sagt, ich will ja das Gesetz tun, ich schaff's aber nicht. Ich will ja heilig leben, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, was mich gefangen nimmt. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke aber Jesum Christum. So diene ich nun, sagt er in Römer 8. Wo ist das hier? Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Ein zerrissener Paulus. Der alte Mensch ist unter der Sünde, aber der neue ist frei. Und diese Zerrissenheit, das ist ein Kennzeichen des Christen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja? Das ist nichts, wo man sagen dürfte oder sagen müsste, ich bin nicht normal, sondern das ist die Glaubensspannung, in der wir leben. Ja? Und wenn Gott Gnade gibt, finden wir auch daraus. Das ist noch ein Kampf, den kämpfen wir mit uns, in uns, mit unserem Fleisch. Wenn Gott Gnade gibt und wir daraus wachsen, dann kämpfen wir einen Kampf mit der Welt. Wenn Gott Gnade gibt und wir daraus wachsen, kämpfen wir nicht mehr mit der Welt, dann kämpfen wir mit den Dingen in der Gemeinde. Dann kommen die Anfechtungen aus einer Richtung, wo wir die überhaupt nicht erwarten. Und wenn wir dann ausgekämpft haben, dann holt der Herr uns nach Hause. Dann kriegen wir Krebs oder Corona, ich weiß es nicht genau. Dann gehen wir heim. Wir sterben aber nicht, wir gehen heim. Ja? Dann fängt das Leben ja erst an für uns. Aber das ist ein Geheimnis, diesen Glauben zu erfahren und zu verstehen. Und zu verstehen, wir sind nicht mehr im Gesetz des Mose. Wir sind nicht mehr in diesen 10 Geboten, sondern wir sind im Gesetz Christi. Einer trage des anderen Last. Dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und das Gesetz des Geistes, das hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ja? Ich bin frei geworden davon. Warum bin ich denn frei? Weil ich gebunden bin an Jesus. Und je enger wir gebunden sind an Jesus, desto freier sind wir vom Gesetz. Ja? Das ist wichtig. Wir sind keine Freigeister. Aber wir sind frei geworden vom Gesetz. Und wir werden zu echten, authentischen Menschen. Warum? Weil wir uns doch selber kennen. Wir kennen doch unsere Untiefen. Und wir kennen das auch beim anderen. Und wenn jemand anders an uns schuldig wird, dann sagen wir, oh, das ist mir auch schon passiert. Gell, da hat man so irgendwo so lax gesprochen und hat so ein Späßchen gemacht und da hat man gemerkt, boah, ich habe den voll getroffen und das wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt. Ist mir aber auch schon passiert, ja. Dann kriegt man plötzlich Verständnis mit dem Nächsten, weil mein Verhältnis zu Gott ein gutes ist, ja. Und das ist das, wo,
wo wir lernen, wenn wir Jesus lieb haben, auch den anderen lieb zu haben. Mit seinen Mängeln und mit seinen Marotten und allem. Da werden wir neue Menschen. Und wenn wir dann fertig sind in dem Maß, was Gott für uns vorgesehen hat, dann gehen wir heim. Ja? Und dann werden wir ihn sehen, so wie er ist. Und deswegen sagt Paulus, wir sind nicht mehr unter Gesetz, wir sind unter der Gnade. Ja? Weil unser neuer Mensch unter der Gnade Gottes ist. Das Gesetz erreicht den neuen Menschen auch nicht. Weil das Gesetz gilt nur auf der Erde. Ja, schreibt Paulus mal im Galaterbrief. Sind irdische Gesetze, irdische Vorgaben, Elemente dieser Welt. Wenn ihr im Geist lebt, wieso lasst ihr euch wieder unter die Elemente dieser Welt fangen? Kolosserbrief, Galaterbrief. Aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Der Mensch in Christus wird vom Gesetz überhaupt nicht erreicht. Der ist frei. Er ist gebunden an Jesus. Und wer das erkennt, der wird gesund. Und er wird fröhlich. Und er wird auch entlastet. Aber der ist durch eine enge Pforte gegangen. Und die war er selber. Und durch diese enge Pforte hindurchzugehen und Jesus zu finden, das ist was ganz, ganz Wunderschönes, ja? Und dann hängen wir an ihm und sagen, es ist nicht nur so, dass wir von Golgatha wissen, wir essen das. Das ist unsere Speise, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist das Evangelium. Ja? Und das ist was ganz, ganz anderes, als Israel hatte und was ganz Neues, was eigentlich für uns unbekannt ist und was sich uns nach und nach eigentlich erst eröffnet. Und wenn ihr Pastoren oder Prediger habt, die diesen Weg gegangen sind, die predigen euch das Evangelium anders. Die predigen das Evangelium nicht mehr bitter. Die predigen das vielleicht scharf und stark, aber nicht mehr giftig. Und das ist ein ganz feiner Unterschied. Das kann man kaum in Worte fassen, wo da die Grenze liegt, ja? Aber jemand, der das nicht ergriffen hat und der noch unter Gesetz predigt, der predigt bitter. Und der predigt auch, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, manchmal auch einfach giftig. Ja? Aber jemand, der die Gnade in Christus ergriffen hat, der predigt die Gnade. Und wenn er vom Gesetz spricht, ist das wie geistliche Chiropraxis. Der renkt die Leute ein. Und das Gesetz ist stark dafür. Ja? Das Gesetz muss auch gepredigt werden. Wenn sonntagmorgens Gäste in die Gemeinde kommen, dann muss gepredigt werden, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Und dann sagt der Gottesdienstbesucher, was will der denn? Der hat mir überhaupt nichts zu sagen. Ich lebe mein Leben selber. Ich habe mich geärgert und morgen gehe ich nicht mehr hin in den Gottesdienst. So ein gesetzlicher Mann. Und dann kommen die nicht mehr in den Gottesdienst. Ja? Ärgern die sich. Ja? Und dann gehen sie nach Hause und dann gehen sie halt hin und dann brechen sie wieder die Ehe. Und dann am nächsten Morgen werden sie wach im fremden Bett und sagen, naja, der Pastor habe ich schon gehört. Aber ach, ist mir egal, interessiert mich nicht. Ich lebe mein Leben selber. 2 Wochen später brechen sie wieder die Ehe, fällt ihm das wieder ein. 6 Wochen später wieder und es fällt ihm wieder ein. Das Wort Gottes hat verheißen, das lässt sie nicht los. Das ringt sie nieder. Und irgendwann sagen sie, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich habe mein ganzes Leben kaputt gemacht. Ich habe toll gelebt, aber es hat mich kaputt gemacht. Ich bin leer. Ich habe nichts gefunden, was bleibt in meinem Leben. Und vielleicht geht er in dieselbe Gemeinde zurück und sagt zum Pastor, du hast damals gepredigt, man soll nicht Ehe brechen. Oh, ich habe mich so geärgert, ich bin überhaupt nicht mehr gekommen. Ich bin jahrelang nicht mehr gekommen. Aber ich sage dir was, du hast recht gehabt. Das ist das Wort Gottes, ja? Das heißt, das Gesetz muss gepredigt werden und die Menschen werden sich ärgern daran. Und die sollen sich auch daran ärgern, ja? Aber die werden darunter zerbrechen. Ein amerikanischer Pastor hat erzählt, er war in der Uni und dann hat er über das Evangelium mit jemandem gesprochen, ein Studienkollege. Und dann hat der Studienkollege gesagt, du kannst mir ruhig ganz viele Bibelstellen nennen, ich glaube gar nicht an die Bibel. Die Bibel ist gar keine Instanz für mich, also das ist für mich wie der Koran oder so, also du kannst ruhig die Bibelverse nennen, aber das juckt mich eigentlich nicht groß. Und dann kommt dieser Pastor, der Fred Colvin hieß der kommt dann nach Hause, damals in Amerika, und er sagt, wir hatten immer wieder mal zum Mittagessen Pastoren bei uns. Und dann kommt er nach Hause und die Eltern sagen, Fred, was ist los, du bist doch niedergeschlagen. Und dann erzählt er von diesem Gespräch. Dann sagt der Pastor zu ihm, du, lass dir das Wort Gottes nicht aus der Hand nehmen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Und der mag vielleicht sagen, das interessiert mich nicht und ich glaube da gar nicht dran. Aber auf dem Wort Gottes liegt Verheißung. Und wenn du dem ein Wort Gottes sagst, da geht er mit ins Bett abends und morgens steht er damit auf und damit geht er in den Tag und abends geht er wieder ins Bett und das Wort steckt in seinem Herzen. Er kann sich nicht wehren. Warum? Weil das Gottes Wort ist. Und er kann 3 und 5 und 10 Mal sagen, ich glaube das nicht. Das Wort hat Verheißung. Lass dir das Schwert nicht aus der Hand nehmen. Das ist immer noch Gottes Wort.
Und der Fred sagt, das hat mich so aufgebaut, ja, dass er sagt, das hat Verheißung, das Wort. Und das Gegenüber sagt zwar dies und das, aber ihr wisst das ja auch, das geht euch ja auch. Wir glauben schon lange nicht mehr, was man uns sagt, gell? Wir glauben das, was Gottes Geist uns offenbart. Jesus sagt ja auch, urteilt nicht, was vor Augen ist, sondern urteilt ein rechtes Gericht. Schaut dahinter. Und die, die bei euch im Geschäft die größten Mexe sind, die sind nachts die ärmsten Kerlchen. Das ist so. Und die Rabbiner, die im Netz auftauchen und große geistliche Wahrheit verkündigen in YouTube, die schlafen nachts schlecht. Die haben den Frieden Christi nicht. Und die begeben sich in eine geistliche Welt hinein, die ihnen nicht gehört. Da werden die angefochten. Die haben nicht Gottes Verteidigung und Frieden in Christus. Haben die nicht. Ja? Und deswegen, ich glaube noch lange nicht alles, was mir erzählt wird. Jesus war ein Meister darin, zu verstehen, was ihm wirklich gesagt wird. Ja? Manchmal gibt Jesus Antworten auf Fragen, die die Leute ja gar nicht gestellt haben. Aber wenn du das genau liest, merkst du, Jesus hat ins Herz geguckt. Das müssen wir lernen. Ich kann das auch nicht immer, ja? Manchmal ist man auch nicht so auf Empfang oder so auf, ja, manchmal hat man die Tentakel da nicht so ausgefahren. Aber manchmal gibt Gott Gnade. Und dann kommt jemand vielleicht zu euch in eine Seelsorge oder will einen Rat von euch haben und der fragt euch was und ihr spürt, sein Problem ist aber noch ein anderes. Da ist doch noch was anderes. Fragt mal zurück, wenn jemand eine Frage an euch hat oder einen Rat. Fragt doch mal zurück. Warum kommst du? Was ist denn dein Problem? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir eigentlich im Glauben, ja? Das sind so Sachen, wo wir geistlichen Instinkt entwickeln, wo wir geistlich erwachsen werden, wo wir, weil wir uns selber kennen, auch den anderen kennen. Ja? Und wer durch diese Schule geht, der wird zum Charakter und der wird auch weise, der wird auch ein feiner Mensch, ein anderer Mensch, als man früher gewesen ist. Das ist Gottes Schule. Und das ist manchmal hart und manchmal ist es schön. Das ist halt Gottes Tun an uns. Ja? Noch als letztes, nur dass das vollständig ist, Jakobus spricht dann vom Gesetz der Freiheit. Jakobus 1, Vers 25, wer aber durchschaut in das Vollkommene, dann hören wir auch auf, ja? Ich bin überhaupt nicht richtig fertig geworden, Entschuldigung, ja? Der Jakobus sagt, wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, der und darin beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Also Jakobus schreibt vom Gesetz der Freiheit. Aber Gesetz ist nicht frei. Gesetz ist Zwang. Das ist ja ein Widerspruch in sich selber. Ja? In Jakobus 2, 25 schreibt er nochmal davon. Nee, 2, Vers 12 schreibt er nochmal davon. Also redet und tut so, als die da sollen durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Das Gesetz der Freiheit ist ein Gesetz der Freiheit, weil wir frei sind vom Gesetz des Sinai, frei sind vom Fluch des Gesetzes, uns nicht mehr am Buchstaben orientieren, sondern wir uns orientieren an Christus. Das, was er getan hat, das tun wir auch. Was er nicht tut, tun wir nicht. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Ja? Und da gibt uns Gott Vollmacht und in der Freiheit dürfen wir leben.